US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea am Dienstag Feuer und Zorn angekündigt, falls es den USA weiterhin drohe. Zuvor hatte die Führung in Nordkorea erklärt, sollten die USA einen Militärschlag wagen, würde die nordkoreanische Atomstreitmacht ihnen eine ernsthafte Lektion im Sinne eines Präventivschlages erteilen. Für Nordkorea wäre es besser, den USA nicht weiter zu drohen, erklärte Trump vor Journalisten in Bedminster im US-Bundesstaat New Jersey. Andernfalls würden die USA mit Feuer und Zorn reagieren, wie es die Welt noch nicht erlebt habe. Unterdessen wies die Regierung in Japan darauf hin, dass Nordkorea mächtige Fortschritte im Atomprogramm gemacht habe.